The light hat auch seine Walk-ins. So, just know, bro. What? Cashmore wird auch noch. Ach so. Oh, da, Sunny Sosa. Oh, du. Ich spüre da gerade irgendwas. Also ich glaube, Sunny Sosa wollte uns gerade damit sagen, dass er mehr weiß und dass da irgendwas in Zukunft noch kommt. Weil wenn jemand gehuntet wird, das heißt, wird jemand gejagt. Jagen tut man nur Leute, die gejagt werden müssen. Und wenn du der Meinung bist, dass er noch gejagt wird, dann glaube ich, sind da Gründe, wenn das stimmt alles, die Leute dazu verleiten werden, auf ihn Jagd zu machen. Und hey, dann schließt sich der Kreis wieder und dann versteht man es, warum er denn auf einmal cool mit Leuten wie Diddle sind, weil das, die werden alle eine Einheit bilden und werden sich versuchen, untereinander zu helfen und zu stärken und sich Anwälte zuzuschieben und sich Fans und sich Ansagen und Songs miteinander machen und bla bla bla, um ihr Ding aufrecht zu halten, während wir das alles auseinanderpflücken von allen Seiten. Von allen Seiten. So, ja, Mann. Da, Cashmo, wie gesagt, ne? So, ich bin da raus mit dir, Digga. Du bist da, you want your own, bro. You want your own, Alter. Let me see. Yeah, no. Chief Keef, what's going on, bro? Alles gut bei dir? Wow, sympathischer du. Du auch, bro. Sunny Sosa, 100%. Sunny Sosa ist irgendjemand vom Business, der weiß mir, der ist. Ich sag euch, Leute, wir haben hier mehrere Leute drin, die jetzt noch vielleicht nicht. Oder vielleicht auch nie, aber die können einfach nicht mit ihren richtigen Namen hier. So, weißt du, aber ist auch vollkommen egal. Wir brauchen euren richtigen Namen nicht. Wenn ihr energetisch hier seid und mithilft, dann tut ihr auch schon jede Menge. Gibt auch viele, ja, die gibt's auch, die einen Namen haben, die viele Sachen wissen und sagen, ey, Chanel, ich kann nicht. Die wissen sofort, dass ich dir das erzählt habe, wenn das und das und das und so und so und so. Ich kann's nicht, was soll ich machen? Und wir suchen gerade nach Wege. Wir wollen ja nicht, es geht ja nicht darum, Leute in Dreck zu ziehen, die mit irgendwas rausrücken. Die haben ja dann auch Angst. Ihr habt ja gesehen, was mit Sarah gewesen ist. Wie ist Sarah bedroht worden, aufgelauert worden, eingeschüchtert worden und. Das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen, die ihre Erfahrung mit ihren ekelhaften Typen preisgegeben hat. Weil ihr sonst keiner hilft. Sie vom deutschen Staat auch sich alleingelassen fühlt, wie ich auch und wie du auch in so vielen anderen Dingen. Geht damit an die Öffentlichkeit und was macht er? Er trommelt seine Dudes zusammen und die drohen ihr, Digga. Als ob sie irgendjemand wäre, den man drohen musste. Als Frau. Als Frau. So gehen diese Leute vor. Das können die aber bei uns nicht machen und das wissen die auch. So, ich animiere immer wieder, wenn du jemand bist, der hier zuhört oder du jemand kennst, der hier zuhört oder, und du weißt, das Ding und du kannst natürlich auch zu dieser anderen Fraktion, ich will die Namen nicht sagen, aber die brauchen halt Dinger, um das aufzubauschen, um dann ne, TikTok, wir wollen hier nichts aufbauschen, wir wollen nur wirklich an die Leute ran, die irgendwas machen und die, weißt du, vor allem, wenn die hier draußen rumrennen, auf Rapper und so machen. Das sind die Ersten. Das sind die allerersten, die wir wollen. Die in der Öffentlichkeit sich raushängen und die Schild machen. Die wollen wir alle. So, dann kommt der ganze Rest auch noch ran. Es wird sich alles gekümmert. Aber ihr müsst halt den ersten Schritt machen. Ne? Ihr müsst schon auch auf die Leute zukommen, die auch denn mit euch arbeiten und helfen wollen. Ne? So, traut euch. Ich sag's immer wieder und ich werde es immer wieder sagen. Traut euch, kommt raus. Nehmt euch Zeit, wenn ihr die Zeit noch braucht. Oder schreibt einen anonymen Brief oder kontaktiert mich durch einen Kumpel oder durch eine Freundin und so und sagt, so und so sieht's aus, die Geschichte muss raus, ich will meinen Namen und wir werden dann irgendwie Wege rausfinden, um zu gucken, ob das auch alles Wahrheit ist, weil wir wollen hier nicht Leute einfach nur anpissen, weil wir sie nicht mögen. Ja, das ist auch nicht unser, das ist nicht unser Geschäft, so wie Farid und so Leute meinen, ja, die sind neidisch, die wollen nur uns was Schlechtes. Ah, Digga, dir ist alles gegönnt, du sollst jede Kohle, alles, Dicker, wirklich. Alles sei dir gegönnt, Bro. Aber aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, Digga. Du wirst nicht irgendwelche Leute in ihren Köpfen und Kindern in ihren Köpfen und es ist reinbrennen, dass sie schön werden, weil sie mit schwarzen Männern zu tun haben und sich von Schwarzen schwängern lassen und so. Und dass du Amerika und jeden hier und da und das. Alles, was du gesagt hast halt, Bruder, weißt du? Und denken, dass du einfach so, ja, ne, lach mir die Sinnflut und jetzt bin ich Millionär und jetzt kann mich sowieso alle am Arsch lenken und so. Es gibt eine Menge an unfinished business, bro. Unfinished business. Und ich bin wie ein Elefant, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich bin wie ein Elefant, Digga. Du kannst mir vor 20 Jahren was antun und 20 Jahren sehe ich dich nicht. Und nach 20 Jahren läufst du das erste Mal über den Weg und ich krieg ein Flashback. Das ist doch der. Boom. And it's on. It's up. So bin ich, Bruder. You hear me? Und das geht auch an euch alle, an euch anderen Rapper auch, ne? Die, ja, schon, ja, wir hatten da, hat er bestimmt vergessen. Na, Bro. Ich habe euch alle nicht vergessen. Nicht alle, ob du eine Frau bist, ob du ein Typ bist und so. Ich habe euch alle nicht vergessen. Aber alles zu seiner Zeit.
Alles zu seiner Zeit. Und jetzt, die letzten 1-2 Jahre, war die Zeit gewesen, meinen Namen wiederherzustellen und jenen zu zeigen, was hier Sache sein wird. Da war ich ganz schön erfolgreich drin. Ich habe mich reingeschlichen hier wieder, von unten. TikTok, Twitch, Instagram, Facebook. Oh, hier gesperrt worden, da kann er, oh, hier wieder gekommen. Ja. Spanien gelebt, von da aus sehr viele Ansagen gemacht, da ne, Camp gemacht, trainiert, dies, das. Nach Deutschland wieder zurückgekommen, hier die ersten Ansagen gemacht, getan. Mich positioniert, Leute Bescheid wissen lassen, Ansagen umgedreht, ja, Verbot. Du weißt doch, was ich meine. Ich warte bis heute noch, dass du dich traust, mir Verbot zu geben, mein Freund. Du und ich in einen Raum zusammen. Und du gibst mir denn dein Verbot. Schriftlich oder mündlich. Nur du und ich. Darauf warte ich, Alter. Yeah. And I'm back, bro. And it feels good. Und ich mach weiter. Und ja, jetzt werde ich erstmal nochmal 10, 15 Kilo versuchen zuzunehmen. Das heißt, ich werde noch schwerer, noch massiger, noch mehr Monster. Wird immer schwerer. Dann werden wir erstmal schön Schwergewichtskampf machen im Boxen. Ja, wenn wir danach wieder schön zurück zum Bärenacker oder zum MMA gehen, ne? Stehen noch ein paar andere Jungs hier draußen an der Schlange, die Bock haben, was zu machen. Bis dahin werden wir richtig schön fit werden und richtig, ne, das machen, was wir machen. Songs kreieren, Dicker. Supplements kreieren. Geiles Merchandise, Dicker. Zum Sommer werdet ihr mit Fight-Merchandise durch die Gegend laufen. Dicker, scheiß mal auf eure E-Zigaretten. Denkst du, ich werde euch E-Zigaretten in eine Box reinstecken oder irgendwas, was wo vergiftend dich selber mit tust? Digga, bei mir wirst du, Digga, hör mal zu, an alle Mädchen, ja, du wirst, wenn du einen Freund hast, wirst du ihm meine Box im Sommer schenken wollen, weißt du warum? Ich werde da Sachen, Artikel drin haben, dein Typ wird sagen, what, gib mal das T-Shirt, gib mal das, gib mal, der geht auf die Straße, Leute gucken ihn an und yeah. Digga, was nimmst du, was sind das für Supplements, die denn? Du bist auf einmal so klar im Kopf und so, und du, deine Energie beim Training und so, Digga, das T-Shirt war so und so, und was sind diese, warum, Digga, was sind da so, bruh. Um das Geschäft zu machen, was ich machen will, musste das alles kommen. Und diese Zeit, die jetzt gewesen ist, musste zu Ende kommen, damit jetzt diese neue Ära entstehen kann. Weil, okay, wait, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock, Dicker. Diesen Sommer, der wird cool werden, bro. Das ist unser Sommer, Indigo-Sommer, yo. Das wird cool werden. Und wir werden so entertained werden, weil diese ganzen dunklen Mächte, diese ganzen Satanisten, Dicker, die werden alle jetzt rauskommen, Dicker. Wir werden so viel Material haben zum Lachen, zum Verarschen, zum Verarbeiten, zum Memes machen, zum Rap-Diss-Tracks machen, zum... Oh, Digga, angeführt von Chanel. Angeführt von mir. So, wenn du ein Rassist bist, wenn du ein Widerling bist, wenn du irgendjemand bist, der in den letzten 20 Jahren mit mir auf der Straße oder im Rap-Game Probleme gemacht hat, Bro, die nächsten 20 Jahre werden nicht deine sein. You gonna be like, oh, no, meine Kinder werden groß und die sehen den und der redet über mich immer noch und so und oh, nein, und was hier, Bro, I'm like... Payback's a bitch, yo. Vendetta. Das macht, oh God, Bro. So, yeah, man. Das ist nur so ein kleiner Rundown, ohne meinen Tee getrunken zu haben. Und ich bin schon wieder energized. Ich habe noch nicht mal meinen Tee, meine Zitrone, ich habe nichts mehr. Und ich bin schon so auf, damn, ich fühle mich schon energized. Nur weil ich davon rede gerade. Digga. Scheiße. Meine Frau holt gerade ein Gerät ab, ne? Ey, Dicker, weißt du, was ich finde? Oh, Digga! I'm telling you, bro. I'm telling you, man. We ready, bro. Wenn ihr wisst, wer alles noch hinter mir ist, mit wem alles noch, weißt du, das wird ein Zeitpunkt kommen und so, wenn wir in die Öffentlichkeit so auf, okay, jetzt könnt ihr es ruhig wissen. Wir gehören alle zusammen, bro. Yo, Alter. Warte mal ab diesen Sommer, bro. Warte mal ab. Vielleicht machen wir ein riesen Festival sogar. Vielleicht machen wir ein Festival und dann treten alle da auf und kommen alle als Dings zusammen und begeben uns dann bekannt auf. Ey, Digga, hier, übrigens, wie heißen wir alle unter dem Namen? Hier, Merchandise. Kauft den T-Shirt, zeigt Deutschland, dass ihr alle hinter uns steht. Mit dem, bro. Und ihr Rapper, kann ich euch nur sagen, wenn ihr irgendwelche Typen als Rücken angeheuert habt oder irgendwelche, get their papers right, yo. Ich gebe euch einen Tipp, wenn deren Papiere nicht stimmen und die in Krieg gehen und sich Justiz und so, get them papers right, bro. Get them papers right for your Soldaten, bro. Es sei denn, du willst nur Leute bezahlen, die dann rühren und wieder abhauen. Dann, die brauchen natürlich keine Papiere, ne? Aber seid ihr sicher, Dicker, die Bullen sind, die hören überall sowieso mit. Und das, was wir machen, ist legal. Ich kann jeden von euch rausfordern. Ich kann das, was wir machen, ist legal, Dicker. Und es ist männlich und es ist korrekt und es ist fair. Ihr wollt feige und hyänisch sein und wollt aber wirken wie Leute, die cool und krass und Straße sind. No, das wird nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Ja, hab ich. Ja. Ja.
Warum, du auch? Hast du gemerkt? Erkennt man seine Pappenheimer, wa? ADS, dicker, bipolar, manisch, depressiv, Panik, Hass, Kicks, Störung, Attacken, wie auch immer man es nennt. Brudge.